herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ganz einfaches Rezept für euch vorbereitet. Ein schnelles Mittagsgericht. Vielleicht ist das ja die Rezeptidee für euch, denn draußen scheint die Sonne, das Wetter, schwimmen wir raus und deswegen müssen wir auch nicht lange in der Küche stehen. Ich zeige euch schnell die Zutaten und wir starten schnell los. Für das Joghurthühnchen benötigen wir einmal eine halbe rote Chili. Da habe ich übrigens die Körner weggemacht. Wer es scharf mag, lässt die einfach. Dann 20 Gramm Ingwer, den habe ich hier auch schon in feinen Scheiben geschnitten. 2 Knoblauchzehen, dann 150 Gramm Zwiebeln, das waren bei mir 3 kleine. Dann haben wir hier 15 Gramm Koriander, da habe ich nur die dicken Stängel entfernt und habe die dann einmal gedrittelt quasi. Außerdem benötigen wir 40 Gramm Sonnenblumenöl. Hier habe ich schon mal den Gewürzteller vorbereitet, da habe ich hier 1 Teelöffel Koriander. 1 Teelöffel Thymian, 1 Esslöffel Curry, 1 halben Teelöffel Kreuzkümmel und 1,5 Teelöffel Salz. Dazu benötigen wir noch 70 Gramm Tomatenmark, 500 Gramm Naturjoghurt, da nehmt ihr einfach einen, der euch schmeckt. Generell bei allen Sachen natürlich alles, was euch schmeckt. Hier habe ich 500 Gramm Hähnchenbrust, das ist also Hähnchengeschnetzeltes. Das war im Angebot, ansonsten nehmt ihr einfach Hähnchenbrust und würfelt das so in 2 cm. Und außerdem benötigen wir noch 300 Gramm Zucchini, die auch schon mal in 2 cm Scheiben geschnitten und geführt wird. So ihr Lieben, als Beilage serviere ich dazu einen Reis. Da habe ich jetzt im Hintergrund schon den Topf angestellt auf mittelhoher Hitze. Habe eine Tasse Reis benutzt und 2 Tassen Wasser dazu und ungefähr einen gehäuften Teelöffel Salz. Und das lassen wir im Hintergrund, weil der Reis braucht ja 20 Minuten und das Gericht auch ungefähr, damit alles zeitgleich fertig ist. Starten wir jetzt auch schon direkt los. Also als erstes benutzen wir die Chili, tun die schon mal in den Topf, genauso wie die Ingwerwürfelchen oder Scheibchen eher gesagt. Und das wird dann schon mal für 2 Sekunden auf Stufe 8 verkleinert. Super, alles ist schön klein geworden. Ich schiebe das gerade mal noch mal so ein bisschen nach unten. Darauf solltet ihr auch achten, dass da auch wirklich alles zerkleinert ist. Und dann kommt jetzt einfach nur die Zwiebeln, die Knoblauchzehen und der Koriander dazu. Und das Ganze wird dann für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Dann schieben wir jetzt noch mal alles nach unten mit dem Löffelchen oder mit dem Spatel, je nachdem, was ihr gerne benutzt. Oh, es riecht richtig schön würzig. Und weil das noch die Zwiebel. Muss auch passen, dass ich anfange zu heulen. Jetzt kommen alle Gewürze in den Topf. Dann das Öl. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Und den Deckel wieder verschließen. Und dann wird das Ganze für 3 Minuten auf der Varoma-Stufe 1 gegart. So, ihr Lieben, 3 Minuten sind um. Wir öffnen den Deckel und geben jetzt dann einfach die restlichen Zutaten hinzu. Und sind dann schon fast fertig. Also einmal das Tomatenmark. Das riecht wirklich fantastisch. So richtig schön würzig. Dann den Joghurt. Dann das Hähnchen. Und die Zucchini-Würfel. Und dann wird das Ganze für 15 Minuten bei 100 Grad Linkslaufstufe 1 gegart. So ihr Lieben, in so kurzer Zeit habt ihr so ein leckeres Mittagessen gezaubert. Wenn ihr das riechen könntet, würdet ihr das Rezept sofort nachmachen, glaubt mir. Ich probiere das jetzt. Ich weiß, dass es schmeckt, aber ich muss natürlich nochmal zeigen, dass es lecker ist. Ich habe das Ganze hier übrigens einfach mit so Chili-Flocken hier oben noch ein bisschen serviert. Dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen feiner aus. Auch dann so ein bisschen heiß. Ich würde sagen, das ist wirklich ein perfektes Sommerrezept. Das schmeckt so richtig frisch durch das Joghurt und sowas. Und gar nicht so schwer. Also ideal für gutes Wetter. Ich genieße das Ganze jetzt noch und hoffe, ihr macht das Rezept nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch noch für Rezepte wünscht oder in welche Richtung die gehen sollen. Und ich hoffe, ihr genießt die nächste Woche und seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.